Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Und heute werde ich einen Wagen mal wieder fahren, der sich gewünscht wurde. Wie immer, wenn ihr euch einen Wagen wünscht mit einem bestimmten Aufbau, dann in das Formular in der Videobeschreibung bitte. Und zwar wurde sich gewünscht, ein Wagen, welcher hier sein Debüt in der Horizon-Reihe feiert, vorher aber bereits in verschiedenen Motorsportteilen vorhanden war, nämlich der 2013er Audi RS7 Sportback. Den werde ich mir heute mal genauer anschauen, bis unter die Lupe nehmen. Und es wurde sich gewünscht, ein Performance-Aufbau von diesem Wagen. Dem Wunsch werde ich natürlich, werde ich natürlich nachgehen. Ja, die sind jetzt alle nicht so geil, die Designs irgendwie. Nee, den lassen wir relativ schlicht. Und ich weiß nicht, gibt ein paar geile Farben. Es ist natürlich ein Luxusfahrzeug von Audi, deswegen dürfen wir jetzt hier kein Gelb, Grün, Orange, was auch immer erwarten. In Rot finde ich den Karren aber richtig geil, deswegen nehmen wir ihn einfach in Rot. 225.000 Credits, gut, habe ich, deswegen ist das noch angenehm so. Ja, den Wagen haben wir ja bereits schon mal gesehen im Klassenduell mit den Limousinen ist er angetreten. Und ich glaube auch bei Audi gegen BMW war er dabei. Aber jetzt eben auch im Singleplayer und natürlich wie immer erstmal ein paar kleinere Fakten. Auch wenn es nicht zu viele sind bei dem Wagen zum Namen, natürlich RS7 Sportback. Die Deutschen sind da sehr unkreativ, das ist relativ selbsterklärend, da brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Aber wir haben einen 4 Liter V8 Biturbo mit 560 PS und, das ist jetzt relevant, 700 Newtonmeter Drehmoment. Warum ist das relevant? Weil Forza das nämlich ein bisschen anders sieht. Für Forza hat er nämlich 750 Newtonmeter Drehmoment. Aber Audi selber sagt, dass der 700 Newtonmeter hat und das eben nicht nur bei den Artikeln, die ich zur Ankündigung gefunden habe, sondern auch in der Broschüre zu diesem Fahrzeug mit und im Datenblatt stehen 700 Newtonmeter. Deswegen hat hier Player und Games wohl das verkackt oder ich habe irgendwas gewaltig falsch verstanden. Eins von den beiden auf jeden Fall. Und ja, das Ganze auf ein Leergewicht von 1,92 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen damit in 3,9 Sekunden durch den Allradantrieb. Wir haben eine Topspeed, was auch immer hier jetzt so klackert, abgeriegelt bei 250 km/h mit dem Dynamikpaket Stufe 1. Kommen wir auf 280 km/h mit dem Dynamikpaket auf Stufe 2, kommen wir auf 305 km/h. Was stimmt denn hier nicht? Das ist im Spiel auf jeden Fall. Okay, was auch immer. Der Wagen kommt mit einer Zylinderabschaltung, Achtgang-Automatik und durch das Fahrwerk liegt er 2 cm tiefer als der Audi A6. Preislich startete er bei 140.000 Euro. Das habe ich für sehr unrealistisch gehalten. Aber tatsächlich auch hier wieder überall geguckt und diese 140.000 Euro sind immer wieder zurückgekehrt. Ja, ist gut. Dann ist das halt so. An sich muss ich sagen, ich mag den RS7. Ich mag vor allem auch den neuen RS7, der ja letztens erst vorgestellt wurde. Optisch sehr geil und natürlich, wie wir schon gehört haben, oder wie wir auch sehen, das Luxusfahrzeug von Audi. Also sehr komfortabel. Ja, klingt geil, würde ich sagen. Und deswegen fahren wir damit erstmal ein bisschen. Und werden mal ein bisschen Spaß haben mit dem Wagen. Ich weiß, er hat hier im Spiel ein Breitbau-Bodykit. Ob ich es drauf machen werde oder nicht, werde ich situativ entscheiden. Aber erstmal fahren wir den Wagen jetzt so, wie er ist. Und ja, wie gesagt, ich mag den RS7. Ich finde generell so von den deutschen Marken Audi zwar sehr langweilig, weil die halt sehr, sehr ähnlich aussehen alle, muss man sagen, jetzt von der Bauform mal abgesehen. Wenn du in den Rückspiegel guckst und da kommt ein Audi an, weißt du halt nicht, ist es ein, könnte ein A3 sein, vielleicht ist es auch ein A4, A7 ist auch nicht ausgeschlossen. Eventuell könnte es auch ein TT sein. Ist halt schwierig. Prinzipiell finde ich es aber nicht hässlich. Ich finde sogar, weiß auch, gerade die neuen Modelle sind ja sehr, sehr kantig. Und das mag ich ja, wie ihr wisst. Ich finde Audi sehr schön, aber halt, wie gesagt, trotzdem extrem langweilig einfach. Und ich finde es
irgendwie schade, dass wir von den aktuellen Audi-Modellen, ja gut, was heißt aktuell? Die sind ja seit 2015 auf dem Markt, mit Ausnahme vom R8 und vom TTS, haben wir ja sonst keinen modernen Audi. Oh doch, den S1, Entschuldigung, den habe ich vergessen. Mensch, dann habe ich ja nichts gesagt. Dann ist halt ja vollkommen okay, dass wir noch mit dem RS5 aus Motorsport 4 rumdümpeln. Na, ich finde halt irgendwie... Ich verstehe auch nicht, warum wir in Motorsport jetzt den Q7 bekommen haben. Den alten natürlich, der auch in Motorsport 4 schon drin war. Aber den haben wir nicht in Horizon 4 reinbekommen. Wohingegen wir den Touareg, wie wir wissen, ja in Horizon 4 doch drin haben. Das ergibt alles irgendwie keinen Sinn für mich. Na gut, wir bewegen den Wagen jetzt erstmal auf die Autobahn. Wie gesagt, eigentlich müsste er die 305 km/h schaffen. Weil, dass der Wagen abgeregelt ist, interessiert Forza ja relativ wenig. Aber es kann auch sein, dass der Weg dahin einfach unfassbar lange ist, weil wir reden hier immer noch von einem 2-Tonnen-Fahrzeug. Der Sound ist aber geil, ne? Ja, der Sound gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja, 280 gleich, jawohl. Gut, jetzt geht's natürlich auch bergab, muss man sagen. Ja, guck mal. Ciao, geht bis 320, recht viel schneller sollte er auch eigentlich nicht gehen. Okay, interessiert den Audi jetzt gerade nicht, der läuft noch weiter. 330, 331, 32... Ja, okay, 3,32. Recht viel mehr wird es nicht werden. Ist aber trotzdem sehr, sehr stark auf jeden Fall. Für so ein Fahrzeug eben. Und wäre der Karren nicht so unmenschlich teuer, dann würde der auch bei mir definitiv in einem besseren Licht stehen. Weil jetzt eigentlich 140.000 Euro. Das ist weitaus zu viel. Aber definitiv. Da hole ich mir lieber eine Camaro. ZL1. Für einen halben Preis. Und ja, der Wagen ist zwar auf Komfort getrimmt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, die 140.000 Euro sind der Basispreis. Da sind ja noch einige Extras dabei, die man dazu bestellen muss. Also leider, und das beschränkt sich nicht nur auf Audi, das trifft auch BMW, Mercedes und VW genauso zu, sind die Deutschen einfach viel zu teuer. Aber gut, ich gucke erstmal die Meisterungen. Nee. Aber ein halbes Level up für 3 Punkte. Nehme ich gerne. So. Und dann gucke ich mal beim Upgrade. Wir können einbauen den R8-Motor. Da dachte ich mir ehrlich gesagt schon, lasse ich jetzt an der Stelle aber mal. Natürlich können wir auch auf Heckantrieb gehen. Macht jetzt relativ wenig Sinn. Ich gucke aber an der Stelle aber mal. Ja, 330 soll dein Forza eigentlich schaffen. Wie gesagt, bergab rennt er dann halt ein bisschen schneller. Und das ist eben dieses Breitbau-Kit. Es ist halt schon sehr extrem. Es ist wirklich sehr, sehr extrem. Aber da ich relativ wenig mit Bodykits in Forza eigentlich mache, nehme ich es einfach mal. So. Dann. Hä? Das ist jetzt nicht ernsthaft eine Lippe auf dem ausfahrbaren Spoiler, oder? Nee. Lassen wir. So, dann gehen wir auf die Rennreifen. 325er, ja, warum nicht? Vorne und hinten. Und jetzt die Felgen. Ich würde aber mal hier in die Kategorie reingucken. Weil da gibt es schon ein paar relativ geile. So, hier bin ich zu Hause, genau. Bei HRE. Und ich würde sagen, die gefallen mir ganz gut. Die nehme ich einfach mal. So, Getriebe.
Alle dreien, was die Hütte hält. Fahrwerk, jo. Und vom Gewicht gehen wir. Ja, doch, gehen wir auf die 1,5 Tonnen einfach mal raus mit dem Gewicht. Nocken wir da rein. Eine Stufe Turbo. Und die Schwungscheibe. So. 514 kW, also 130 PS in etwa draufgeballert auf den Wagen. Kann man machen. Und das Ganze jetzt noch irgendwie fahrbar kriegen. Das wird so etwa problematisch. Wobei ich dürfte jetzt vorne einstellbare Aero zur Verfügung haben. Irgendwie sieht das hier sehr interessant aus. Ich gucke einfach mal, wie das funktioniert. Aber ich glaube, da muss ich die Gänge definitiv einzeln nochmal anpassen. So. Ja, sehr hart vorne, sehr weich hinten, ne? Ich hätte hinten doch gerne ein bisschen härter und vorne dafür ein bisschen weicher. Ja, machen wir mal, gehen wir mal so hin. Wenn ich ein Bodykit habe, dann darf der Karren auch mal auf der Straße liegen. So. Ja genau, vorne kann ich jetzt Aero einstellen. Da würde ich einfach mal spontan ein bisschen mehr machen. Einfach nur rein vom Gefühl. Und ein bisschen mehr aufs Heck darf die Power gehen. So. Wunderbar, wunderbar. Was willst du? Es sieht schon brutal aus, muss man sagen. Also, das ist krass. Oh, aber warte mal. Jetzt nehme ich den Karren aber nicht mehr in Rot. Jetzt nehme ich den nicht mehr in Rot. Eine Sekunde. Oh yeah. Oh yeah, mattschwarz. So gefällt mir das. Jetzt kann ich damit fahren. Jetzt ist das okay. So. So und nicht anders. Gut, dann fahre ich jetzt mit dem Karren noch ein paar Rennen. Mal gucken, ob der nur gut aussieht oder ob der jetzt auch schnell ist. Und ich würde sagen. Ja, die Stadtrennen sind halt nicht so sonderlich geil. Ja, dann fahren wir mal Bamber Küste wieder. Also sehr kurzes Getriebe. Aber es sind ja auch 8 Gänge. Okay, der sechste Gang muss definitiv ein bisschen kürzer werden. Und ich meine ganz ehrlich, wenn ich die 8 Gänge habe, dann werde ich die auch verwenden. Uiui. Wobei, ich sag mal ganz ehrlich, das ist okay vom Getriebe. Dass die oberen Gänge ein bisschen länger sind. Ist jetzt so an sich ganz okay. Ob es schnell ist, wird sich gleich zeigen. Du hast dein Ziel erreicht. Aber ich finde, zum aktuellen Zeitpunkt passt das eigentlich. So, ich finde, es hat irgendwie was, die Quattro-Fahrzeuge im Winter zu fahren. Ich weiß, ich mag das irgendwie. Ich kann es nicht mal genau erklären, aber das hat einfach was. Das finde ich sehr schön. Alter, die Reifen halt, ne? Einfach 325er Reifen. Das sieht schon sehr geil aus, was ich hier habe. Wirklich.
Und ich hätte sehr, sehr gerne auch den neuen RS7 drin. Zusätzlich natürlich zum neuen RS5, ne? Das sind so die beiden, die ich am liebsten hätte. Oder wobei... Ja, nee. Uiuiui. Ersetzt den RS7 durch den neuen RS6. Dass wir den RS5 als Limousine drin hätten. Oder als Coupé. Geht ja beides, glaube ich. Wobei, nee, der RS5 wird, glaube ich, nur als Coupé angeboten, oder? Der RS4 war die Limousine. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so in dem Dreh funktioniert das bei Audi. Dass wir eben dann den RS5 als Coupé drinnen haben und den RS6 als Kombi. Das finde ich sehr geil. Da würde ich auf jeden Fall mich sehr drüber freuen, wenn wir einfach mal ein paar mehr moderne Audis drin haben. Aber ich weiß nicht, irgendwie sogar Need for Speed hat es halt geschafft, den neuen A5 reinzukriegen. Quatsch, den S5. Und das, obwohl wir halt 2015 gar keinen Audi Need for Speed hatten, weil Audi gesagt hat, nee, nee, machen wir nicht. Und trotzdem gab es im Payback dann den A7. Quatsch. S5. Mein Gott. Also auch hier mal wieder, möglich sollte es sein, den Wagen reinzubringen. Warum genau sie es nicht tun, wissen die Götter. Und nicht mal die sind sich sicher. So, ja, fährt sich sehr angenehm. Ich meine, gut, ist immer noch ein 1,5 Tonner, also... Das Gewicht merkst du auf jeden Fall. Und für die Klasse bräuchte er schon einfach ein bisschen mehr Durchzug. Aber so von der Kurbellage her ist er sehr, sehr geil. Also das gefällt mir auf jeden Fall, was wir hier haben. Und wie gesagt, das Getriebe ist jetzt auch nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Also leichte Anpassungen kann man vornehmen, muss man jetzt aber auch nicht unbedingt. Das ist schon okay so. So. Was fahren wir denn als nächstes? Wir fahren... Ja, ich will auch nicht in die Stadt rein irgendwie. Warum fahre ich das hier mal? Das fahre ich relativ selten. Bei nächster Gelegenheit wenden. So. Ja, der Flügel ist halt auch geil. Also jetzt mit dem Bodykit sieht er halt relativ bescheuert aus. Aber ohne das Bodykit mag ich den Flügel auf jeden Fall. Und ich finde auch aber gerade cool, was Audi, was Forza hier gemacht hat mit dem RS7 und auch mit dem RS6, soweit ich weiß. Dass es halt einfach so Custom Body Kits gibt, die auch sehr, sehr cool aussehen. Sowas wünsche ich mir einfach öfter. Und die Möglichkeiten dafür sollten ja vorhanden sein. Ich meine, da müssen wir auch mal wieder beispielsweise The Crew 2 angucken oder Need for Speed. Die halt wirklich einfach Custom Upgrade Teile reinschmeißen wie nichts anderes. Gerade The Crew 2. Das Spiel hat übrigens auch den aktuellen RS5, aber damit fange ich jetzt am besten gar nicht erst an. So. Ja, mal gucken. Vielleicht kommen ja dann in Motorsport 8 die aktuellen Fahrzeuge. Man kann ja mal hoffen, ne? Du hast dein Ziel erreicht. Huch. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte halt Rennen machen. Genau.
Ja, die Felgen passen auch. Der, da habe ich gut getroffen diesmal. Da darf ich mir mal eben selber auf die Schulter klopfen. Ja, der R6 beispielsweise, weil ich den gerade gesehen habe, der kam ja in Horizon 2 per DLC rein. Als der noch ganz neu war. Und der RS7, ich weiß, es kann vielleicht sein, dass er in Horizon 1 vorhanden war. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube aber fast, dass er nicht in Horizon 1 war. In Horizon 2 war er auf keinen Fall, in Horizon 3 auch nicht. In Horizon 3 hat man nämlich wirklich nur eine sehr, sehr schmale Audi-Auswahl. Da sind ja jetzt in Horizon 4 doch ein paar wieder dazugekommen. Aber halt auch Primärmodelle zwischen 2000 und 2010 rum. Und halt der RS7. Aber ja, es ist wie es ist. Ändern können wir nichts. Aber ja, ein bisschen mehr Power. Oh Gott. Wäre schon nicht schlecht, wenn er hätte. Gut, dass er jetzt im Schnee ein bisschen rutscht. War jetzt zu erwarten, hätte ich auch absehen können. Aber macht auch hier auf den eingeschneiten Straßen sehr viel Spaß. Das finde ich nicht schlecht auf jeden Fall, wie das sich hier fährt. So, jetzt habe ich auch wieder Traktion. Also wirklich. Ich glaube, was halt wirklich sehr, sehr viel ausmacht hier, ist die Aero vorne. Dass ich die einstellen konnte. Ich bin mir relativ sicher, sonst wäre es zwar auch nicht zu krass vom Untersteuern, aber trotzdem relativ schlimm. Also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass das hier funktioniert mit dem Wagen. Dass man das machen kann. Und dadurch ist er ja wirklich sehr schnell. Darf man nicht unterschätzen, den Wagen. Das auf keinen Fall. Und jetzt hat er ja auch knapp 700 PS. Das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. So, eins kann ich noch fahren. Ja, komm, war ja mal das hier. Links abbiegen. Und ich glaube auch, ich werde in nächster Zeit einfach mal ein paar Folgen, wo ich gerade dran vorbeifahre, auf Fortune Island wieder machen. Einfach aus dem Grund, dass ich mal ein bisschen mehr Abwechslung reinkriege. Weil die Rennen auf Fortune Island sind ja nicht schlecht. Wirklich nicht. Die Rennen auf Fortune Island sind ja sehr, sehr gut zum Großteil. Nur es sind halt sehr wenige. Und auf sehr begrenztem Raum. Ja, das war zu viel. Aber wenn du genug Power hast, den Wohnwagen umzuschmeißen, dann läuft gerade sehr, sehr viel richtig. So, Treffer versenkt. Was ich im Winter auch noch vorhab, ich weiß nicht, das wird glaube ich morgen kommen vielleicht. Erstmal wieder eine Folge Automobile Schandtaten. Das Format, bei dem ich irgendeinen Karren nehme und den auf Offroad umbaue, obwohl er da eigentlich gar nicht hin soll. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn das jetzt so ein bisschen durch Zufallsaufbau sowieso im Prinzip ein bisschen öfter kommt. Wir hatten ja da schon den Lotus 11 und gestern den 356 Spider. Speedster, nicht Spider. Aber trotzdem, man muss ja nicht alles immer dem Zufall überlassen, ne? Und es gibt schon so ein paar Fahrzeuge, wo ich mir denke, ja, die könnten gar nicht so schlecht sein.
Außerdem kann ich bei dem Format dann ja auch auf eure Wünsche eingehen. Teilweise wünschen sich die Leute ja sehr, sehr komische Fahrzeuge für Offroad. Und auch da nochmal erwähnt, wenn ihr euch einen Wagen wünscht mit einem gewissen Aufbau, dann rein in die Kommentare damit. In das Formular in der Beschreibung. Eben nicht in die Kommentare. Genau das nicht. Also der geht wirklich sehr, sehr schön um die Kurven. Du kannst dem genau sagen, was er machen soll, und er macht genau das. Das gefällt mir richtig gut. Da ziehen wir mal an dem Pleb ohne Bodykit vorbei. Oh Gott. Ich glaube aber, die Modelle sind preislich schon sehr, sehr stark gesunken mittlerweile. Ich glaube, die kriegst du im fünfstelligen Bereich aktuell gekauft. Was auch ehrlich gesagt der Preis ist, der für so einen Wagen okay ist. So, keine Ahnung, 90.000 wäre ja noch irgendwo verkraftbar, aber 140, das ist viel zu viel. Ehrlich, das ist einfach viel, viel zu viel. Aber hier im Spiel juckt das nicht. Hier im Spiel bin ich Multimillionär. Wäre ich in echt auch gern. Bin ich natürlich. Ist ja absolut logisch. Ich habe auch drei RS7 bei mir in der Garage stehen. Einen in Blau, einen in Rot, einen in Pink. Muss ja sein. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Servus.